Sehr schön. Dann sollten wir uns so schnell wie möglich vorbereiten auf den nächsten Kampf. Das wird vermutlich ein härterer werden. Ich habe noch keine Antwort von den entsprechenden Stellen erhalten. Falls wir auch in 2 Tagen keine haben, werden wir Ruderleichen ständig auskundschaften müssen. Nun, wir sind auch nicht wirklich an einer erreichbaren Stelle, würde ich behaupten. Bis jetzt haben uns die Nachrichten immer erreicht. Wirklich? Nun, wir sollten auch überlegen, eventuell in Kundschirm noch einmal vorher vorbeizuschauen. Das müssen wir. Ich würde nur gern, bevor wir Pläne schmieden, in Rulat einmal ausgekundschaftet haben, wie die Lage ist. Vielleicht kann unsere Hexe dabei ja helfen. Ich werde mit dir reden. Aber das besprechen wir, wenn wir Unwasser haben. Wegtreten. In den nächsten Stunden könnt ihr feststellen, während ihr weiter pumpt, durch die verbliebenen Beine weiteres Unwasser aufnehmen, dass es tatsächlich 2 Tage dauert, bis die Beine nachgewachsen sind. Es bleibt euch nichts anderes übrig, als hier zu warten. Dann tanken wir 2 Tage oder 3 Tage? Von meiner Seite aus müsstet ihr 2 Tage bleiben. Ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Ich würde gern. Wie nah müssen wir an den Friedhof der Seeschlange? Achso, das wirst du uns nicht sagen. Was erwartest du denn jetzt von mir? Ja, natürlich, natürlich. Was erwarte ich von dir? Ich denke, wir sollten. Wir müssen halt die 2 Tage hier bleiben. Ich denke, wir sollten dann irgendwo weiter südwestlich nochmal tanken. Wo das Unwasser etwas höher konzentriert ist. Zumindest, wenn ich diese Karte hier richtig lese. Wenn wir sowieso hier festsitzen, können wir auch tanken. Ich sagte ja, danach dann. 2W20 für 2 Tage Unwasser? Gar nicht so gut, Jana. Gar nicht so gut, Frosty. Aber das Schiff bringt euch auf alle Fälle genug. Sodass Doschek nach 2 Tagen zufrieden auf die Archen klopft. Er hat wohl verschiedene andere Leute, die frei hatten, motiviert, die Adern zu massieren. Und so wie dann natürlich das auch scheint, eine Arche zu massieren, aber er ist hochzufrieden und nachdem das Schiff restlich verarbeitet wurde und eure Maulgrotte wieder frei ist, gewachsen seid ihr nicht, ihr habt nur repariert. Also wenn ihr weiter wachsen wolltet. Wenn dies denn möglich ist, bräuchtet ihr neue Schiffe, aber ihr seid wieder voll einsatzbereit. Neuer Tatendrang mit einer neuen Niere, die arbeitet und funktioniert. Ich hätte Porkform darauf angesetzt, schon mal den Geschützturm zu reparieren. Also den Schützenturm. Habt ihr denn Holz? Er Rohholz. kann bestimmt aus den Bruchstücken was, zumindest ein Stockwerk schon mal zimmern. Naja, ihr habt jetzt echt viel verloren, ne? Das obere Teil ist komplett abgerissen. Das war durch den Bock und während ihr in Boran gekämpft habt, habt ihr weitere Teile verloren. Durch die Seeschlange eben auch. Also wenn ihr kein Rohholz habt, wenn ihr jetzt nicht auf Maraskan anlaufen wollt oder einer anderen beliebigen Insel, dann habt ihr nichts zum Reparieren. Kann man nicht die Knochen von der Seeschlange nehmen? Die ist nicht tot. Ja. Sie ist nicht tot. Ja. Und wenn wir jetzt die Knochen ausnehmen, dann wird sie tot sein. Wir kaufen einfach in Kunchum Holz. Oder wir legen irgendwo in Maraskan an einem Strand an und holen uns Holz. Im maraskanischen Dschungel ist auch am Strand tödlich. Lassen wir das lieber. Ja. Und ich würde sagen, Kurs Südwest. Dem Friedhof nicht zu nahe kommen und schauen, ob wir da besser tanken können. Ach, sollten wir lieber nördlich an der Insel vorbei. Nicht, dass wir auf freie Maraskaner treffen, die uns angreifen. Habt ihr eher Angst vor freien Maraskanern oder vor Hafax-Maraskanern? Im Hafax haben wir oft genug bekämpft, aber freie Maraskaner wollen wir nicht bekämpfen. Ja, ihr könntet recht haben. Angst habe ich nicht vor ihnen, doch ich denke nicht, dass wir sie töten wollen. Doschek, wie viel Druck haben wir insgesamt? Wir sind, so wie ich es verstanden habe, auf 70 Handlungspunkte. Das ist gut. Das ist sehr gut. Volumenstrom, Oberfläche, 4 Drittel Pi, R hoch 3. Ihr macht das schon. Nun dann, Kurs nordwärts. Wir wollen Richtung Rulat. Okay, dann wolltet ihr euch Rulat ansehen. In den 2 Tagen wollte ich eigentlich gern noch was erledigt haben, außer regenerieren. Ja, kannst du quasi machen.
Zum einen hätte ich mir halt mal mich ein wenig mit dem Pferd beschäftigt, das wir sonst immer geborgen haben. Einfach mal generell überprüfen, wo kommt das her, wie ist das ausgebildet, das müssen wir nicht ausspielen. Aber ich würde gern mindestens Kiaras mitnehmen und mit der Safranfass reden. Mit der Safranfass kannst du nicht reden. Mit der Fee in der Safranfass, sorry. Okay, ja, mit der Fee. Den Wenn Namen du vergessen. dann nach unten trittst und dir dann durch die, ja, das ist tatsächlich jetzt auch sowas wie eine Kajüte, also eine Tür zu einem Kapitänsaufbau, kannst du dann diese globule Sphäre, zumindest diesen Raum betreten und stehst in einem ja sehr aufgeräumten Quartier eines Kapitäns, überall Karten, Pläne, das kommt dir schon sehr vertraut vor, auch wenn du nicht mehr dieses Gefühl hast, dass du zu klein bist. Und wenn ihr beide das ganze Ding dann betretet, werdet ihr feststellen, dass euch eine Bratpfanne über den Kopf gezogen wird. Zwar Oh, jeweils. das ignoriere ich. Ich sehe Karten. Zum Glück bin ich ja gerüstet. Das Versuch ignoriere ich. trotzdem Ich sehe die. Karten. Ich renne auf die Karten zu. Ich hasse euch! Au, was ist denn? Ich hab dir noch ein Schiff besorgt. Ich bin immer noch in einem Dämon. Das dauert nicht mehr lange. Lass mich Du bist doch immer. frei. Au! Du bist doch immerhin jetzt raus, nicht wahr? Wir sind immer noch in der Arche. Ja, ein klein wenig Geduld, aber du bist nicht mehr Teil der Arche. Ist das nicht schon mal etwas? Die Dämonen tun mir weh. Hörst du mal auf zu. Wir kümmern uns drum. Undankbares Wer Ding. spricht da überhaupt? Eine kleine Fee, die um euch herumsaust und ja, Jalan kennt das Gefühl schon vor ein paar Tagen erst. Du merkst, wie sich wohl ein, zwei Schnallen deiner Rüstung lösen. Das ist irgendwie mit der einen Hand nach der Pfanne zu wedeln, die mit den Panzerhandschuhen wegzustoßen und mit der anderen irgendwie die Schnallen wieder zuzumachen. Oh, guten Tag, ich bin Kiaris. Ich mag dich nicht. Ach, noch nicht, noch nicht. Lass Aber ich mich muss raus! sagen, dieses Quartier passt doch schon perfekt auf dieses Schiff. Keine Sorge, bald wirst du wieder frei segeln. Ganz bald. Ein paar Tage noch. Sobald wir wieder an der Küste sind. Dann fahren wir schön nach Conchon. Wissen Feen, was Conchon ist? Garinoa. Kennt ihr euch damit aus? Auch egal. Womit? Mit Feen? Nein, überhaupt nicht. Na gut, ich wollte ja nur mal sehen, ob dir die neue Behausung gefällt, aber. Ja. Bring nochmal zu, Kiara, aber in den Karten irgendwas? Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich ignoriere die Bratpfanne komplett. Ich gucke in die Karten. Ja, die Karten sind von mittlerer Qualität. Das ist jetzt nichts, was ihr nicht auch bei euch hättet. Das ist, ja, gute Kapitänsware einfach. Einfach alles, was Sehr irgendwie schön. Perlenmehr ist. Ja, ich studiere die. Vielleicht finde ich da ja noch das ein oder andere Kleinod. Okay, Wir ja, sollten kannst nicht du zu auf alle lange Fälle hier mitnehmen, wenn bleiben. du willst. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Am Ende sind 3 Tage um. Gab es hier drin auch Logbücher? Ja, gibt's auch. Die stecke ich auch an. Aufenthaltsorte der Safranfass, als sie noch unter einem anderen Kapitän fuhren. Wenn ihr wieder aus der Kajüte heraustreten solltet, werdet ihr auch feststellen, dass die Zeit normal vergangen ist. Also, jetzt ist sie zumindest benutzbar. Es gibt zwar immer noch eine Fee, die euch nervt und die euch nicht mag, aber zumindest ist es nicht mehr so globulenartig, dass ihr hier ja, verschiedene Stunden dann verpasst. Nun, es scheint doch einen positiven Effekt auf das hier gehabt zu haben, auch wenn die Fee nicht sehr dankbar ist. Nun, kleine Fee, wie heißt du überhaupt? Das sag ich dir nicht. Ich mag dich nicht. Nun, dann nenne ich dich einfach Fee. Schau doch, die Männer dort, ach, die arbeiten so fleißig daran, das Schiff zu reparieren. Du möchtest doch nicht auf hohe See, bevor du repariert bist, oder nicht? Das ist mir egal. Ich will nur weg von dem Dämon. Du wirst sehr, sehr bald schon hier rauskommen. Keine Sorge. Ja, sie scheint trotzdem nicht begeistert. Vielleicht wird das ja noch. Ich zeige dir Oder schon mal wir das Lächeln. werden. Oder wir werden uns nie wieder ohne Pfannenangriffe in dieser Kajüte aufhalten können.
Okay, ja, dann könnt ihr die anderen Tage mit zum Beispiel Lernen verbringen, Eldan Gorbas eventuell beim Praios-Geweihten, die anderen auch mit Kampftraining, Abelmir. Ich würde gerne mich beim Alchemisten fortbilden, weil meine alchemistischen Kenntnisse sind miserabel für einen Magier. Und würde mich auch umgucken, ob man nicht etwas findet, was uns in Zukunft helfen würde, wie zum Beispiel Bandstaub, also die Rezepte dafür, dass man sowas herstellen könnte, Bandstaub oder Vergleichbares, was gegen Dämonen hilft. Ich glaube, die Rezeptur, die Verbreitung von Bandstaub könnte sogar V0 sein oder V1, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber du kannst auf alle Fälle in den Zeiten könnt ihr mit Lehrmeistern lernen, wenn ihr irgendwelche NPCs an Bord habt, könnt ihr die natürlich benutzen. Also wenn ihr irgendwas gelehrmeistert haben wollt, ich erwarte dann sowas wie Spenden an die Kirche oder Spenden an, naja, okay, wenn euch die Lehrmeister sowieso gehören und wenn ihr die bezahlt, dann lehren sie euch auch umsonst. Müsst ihr aber nur die Abenteuerpunkte haben, aber ganz generell könnt ihr die Lehrmeister benutzen und bei der Verbreitung müsstest du nachgucken, wie das eben erlaubt ist. Ich würde sehen, ob man sowas schon vorbereiten kann, also Bandstaub herstellen können, wenn er die Materialien dafür da hat, vor allen Dingen. Ja, also müsstest du, wie gesagt, in WDA mal schauen, wie das mit den Zutaten aussieht. Wenn das jetzt nichts allzu ausgefallenes ist, dann ja, schauen wir mal nach Verbreitung 3, preisgefällige Alchemistenrezeptur, 12 Gulden, Goldbarren Bernstein. Bernstein, ja, okay, Bäume, die irgendwie harzen, sollte man schon kriegen. Koschbasalt, okay, das kriegst du nicht hin. Nitrol wird wohl man auftreiben können. Eierschale eines am ersten Praios geschlüpften Hahnes, das ist nichts, was du rumliegen hast. Greifenfeder ist nichts, was du rumliegen hast. Eisenpulver kriegst du natürlich ohne Probleme. Das sind einfach dann, musst du wirklich auf die Zutatenliste gucken. Einiges kannst du davon vielleicht in Kuntium mal besorgen, aber auch das dann eben zu teuren Preisen. Müsste man sich eben ordentlich drauf vorbereiten. Das ist nichts, was du jetzt aus dem Handgelenk schütteln kannst. Aber vielleicht schon mal, ja, wie auch die fehlenden Zutaten vielleicht aufschreiben, die eventuelle Substitution eventuell ausschreiben. Also sinnvolle Substitution zum Beispiel. Also ich würde dir die Rezeptur erlauben, dass du sie dann kennst, weil du und auch weil Eldan Praios gefällig seid. Und ihr seid vielleicht keine richtigen Alchemisten, aber ihr habt natürlich in eurer magischen Ausbildung viel mit Praios gehabt und du kannst dann weiter Alchemie lernen und die Rezeptur wirst du dann wohl haben, aber das Rezept hast du, aber nicht die Zutaten so. Okay. Musst du gar einkaufen. Gut. Ja, mein Plan ist, das Angebot von Fürchtepraios anzunehmen. Ja, dann kann auch er dich lehren, was auch immer du brauchst, Götter und Kulte, Dämonologie, er kann dir quasi alles beibringen, was dich interessiert. Nein, mir geht es darum, Akolut zu werden. Ja, auch das kann er dir, wie gesagt, beibringen. Okay. Akolutenschaft Praios, wenn du sie kaufst, steigt dein SO um 1 dauerhaft. Ich glaube, da gibt es ein Minimum für. Ein Maximum, meine ich. Aber ich habe nicht so ein hohes SO, deswegen ist es nicht dramatisch. Pro Akolutenschaft um 1. Wer sowieso nicht so viel hat, wird das passen. Sorry. Okay. Kann mir der gute Mann bei der Gelegenheit ein bisschen was bei Arno beinbringen? Ja, klar, also die können... Ich immer ganz schlecht, wenn er hier vorsingt und ich nicht mitsingen kann. Ja, klar, also da ist ohne Zweifel dann Zeit. Du kannst beim Praios-Geweihten lernen, du kannst beim Elfhard-Geweihten lernen, du kannst auch anderen Leuten etwas beibringen, denn sie lehren. Also ist es in diesen 2 Tagen ist natürlich auch viel Stress, aber vor allem für die Wachmannschaften, die dann ja irgendwelche Monster oder sowas vertreiben müssen, ob das dann ein kleiner Krake ist, ja, aber nichts, was euch jetzt noch irgendwie auffällt. Mit der Dämonenarche seid ihr zumindest kein leichtes Ziel. Ich möchte größtenteils das Pferd an mich gewöhnen. Okay. Wenn ihr aufbrecht in Richtung Norden, dann könnt ihr nach 16 Stunden der Reise vor euch einen neuen Sturm erkennen. Und da brauche ich bitte mal eine Wettervorhersageprobe von euch. Und sie ist erschwert um 7 Punkte. Alle oder nur einer? Meinetwegen auch von allen, es sei denn, es will nur einer würfeln. Ich habe keine Wettervorhersage, von daher hau ich erst an und sage ein Sturm. Gar ein Sturm, ich nick. Ja, also den Sturm von Maraskan habt ihr hinter euch gelassen, da seid ihr auch gar nicht mehr durchgefahren. Vor euch gibt es, wie gesagt, einen neuen Sturm. Das sieht ganz und gar nicht gemütlich aus.
Erinnert ihr? Man, das sieht jetzt nicht so wie ein... Verzeiht, nicht wie etwas aus, was wir nicht bewältigen könnten. Nun, ich denke schon, dass dieses Schiff jeden Sturm bewältigen kann. Nun, doch... Als Seemann bin ich immer etwas vorsichtig bei Stürmen. Umgehen ist immer besser. Laut euren Aufzeichnungen von Kiaras, ja, auch da brauche ich dann Kartografieprobe. Meinetwegen von allen, aber ich glaube, Kiaras hat das. Ja, deine Karten sind perfekt. Es wäre noch 200 Meilen nach Rulat. Das ist natürlich für ein normales Schiff eine ganze Menge, für euch ein paar Stunden. Wäre da jetzt nicht dieser Sturm. Wenn meine Berechnungen richtig sind, und sie sind natürlich richtig, wird es noch gut 200 Meilen sein, gen Norden. Wenn wir den Sturm gehen, wird es länger sein. Wenn nicht, nun müssten wir damit rechnen, dass der Sturm uns auffällt. Es ist schwer zu sagen, wie schwer der Sturm ist, doch innen drinne kann er noch weitaus heftiger sein. Nähert der Sturm sich uns, oder ist er stationär? Ohne Wettervorhersage sage ich da nicht zu. Nee, ich meine, er fragt ja die Runde. Nun, dafür müssten wir ihn länger beobachten. Und dafür haben wir nicht die Zeit. Und dann gehen wir eben drumrum. Sind noch 2 Wochen. Bis... Naja, bis es soweit ist. Gern küsst du da auf das Meer. Wie bitte? Wollen wir den Sturm Genküste umgehen oder offenes Meer? Richtung Meer. Ich möchte Zusammenstöße mit Piraten lieber vermeiden. Also gut. Dann könnt ihr den Sturm auf der Meeresseite umgehen und wendet euer Schiff einmal etwas weiter in Richtung Nordosten. Und könnt dann feststellen, dass der Sturm wohl relativ klein ist, aber sich grob auf euch zubewegt, beziehungsweise er kommt näher. Wird wohl auch in Richtung Nordosten ziehen. Auch wenn er sehr klein ist. Wettervorhersage erleichtert um 3 Punkte diesmal, weil ihr etwas näher gekommen seid und er sich nicht mehr so sehr auf der Horizontentfernung bewegt. Ich kann schnell schon sagen, dass der nicht natürlich ist. So weit war ich ja auch. Ja, er kommt näher, aber ihr könntet ihn weiter umgehen, gar kein Problem. Irgendwas ist daran falsch, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Nun, so wie ich das sehe, bewegen wir uns schneller als dieser Sturm. Das heißt, falls irgendetwas darin ist, was uns gefährlich werden könnte, können wir uns wegbewegen. Kurs halten. Während ihr euch dann um den Sturm herum bewegt, könntet ihr wohl... erkennen, dass er jetzt Kurs in eure Richtung aufgenommen hat und euch versucht auch den Weg abzuschneiden, aber ihr könnt dann drumherum fahren, laufen. Die Schützen murmeln wohl auch irgendwas davon, dass sie so etwas noch nie gesehen haben und dass das gar kein Sturm ist. Das ist auch gar kein Sturm. Das ist kein Sturm, wenn es auf uns zukommt. Ich muss straks davon weglaufen. Ja, wohin? Ihr seid jetzt hier. Der Sturm ist irgendwo an dieser Stelle. Wenn das eine Arche ist, könnten wir vielleicht angreifen. Es könnte aber auch eine weitaus gefährlichere Arche sein, als wir es sind. Was ist denn gefährlicher als wir, außer der Plagenbringer? Unser Schiff ist nicht wirklich auf deiner Höhe. Und Geschütze haben wir jede Menge. Und Druck auf den Adern auch. Wir sagten selbst, wir kennen bei weitem nicht jede Arche. Das ist wahr. Könnte es ein Dämon sein? Kapitän, wir haben noch ungefähr 120 Meilen nach Rulat. Weit ist es wohl nicht mehr entfernt. Wenn ich die Aufzeichnung hier richtig deute, der
Offizier, Karino hat mir hier geholfen. Gibt es hier wohl im Norden einen Sturm? Also nicht einen Sturm, sondern einen Strudel. Der ist nicht auf meinen Karten verzeichnet, weil er wohl sich bewegt, aber hier ist er wohl eingezeichnet. Ja, die Nord- oder die Südspitze von Rulat? Wo wolltet ihr hin? Nun, wo wir hin müssen, wird die Nordspitze sein. Die Nordspitze. Da, wo der Strudel ist, nehme ich an. Oder zumindest in der Nähe. Sinnenschärfe. Erschwert um 15 Punkte für ja, Sichtprobe in Richtung des Sturmes. Hilfsmittel würden natürlich erleichtern, falls ihr welche gekauft hättet. Wir haben Fernrohr, sogar mehr als eins. Dann ist das eine 7 Punkte Erleichterung. Habe ich trotzdem nicht geschafft. Aber Achmat hätte es geschafft. Gibt man das Fernrohr denn an jeden aus? Also würde ich eins bekommen? An jeden von euch, ja. Den da vermutlich alle nebeneinander und der Nächste sagt dann immer, lass mal sehen. Oh, Scheiße. Dann sagt der Erste, ja, ich sehe da nichts, versuch du es mal. Okay, da hast du die Erschwerne schon drinne. Ja, derjenige, der gerade an der Kartothek steht, schaut so ein bisschen, spielt gerade mit dem Zirkel rum und erwartet jetzt die Abschätzung. Ja, Nordspitze, wie gesagt, 120 Meilen. Wenn wir bei der aktuellen Geschwindigkeit bleiben, 120 und bei unseren Meilen pro Stunde sind das 4 Stunden, dann erreichen wir die Insel. Kann ich sehen? Ja, was? Ich schlage vor, auf der Stelle von dem Sturm abzuhauen. Bestätigt. Umdrehen, Kurs Südwest. Da sind Fledermäuse. Oh, verfluchte Süd-Südwest. Bringt uns von dem Sturm weg, so schnell wie möglich. Warte, wo ist der hier? Ja? Ungefähr. Machen wir hier in da vorne, glaube ich. Ja. Ach, du siehst, wie Achmann gerade mit den Zehen knirscht. Euer Gnaden. Seid ihr euch sicher, dass wir abhauen wollen? Wenn da Fledermäuse sind. Wir wissen nicht, was es ist. Wir müssen weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was es ist. Dann klärt uns auf. Erste Plage. Die Lederschwing. Was dort auf uns zukommt, ist die Plagenbringer. Um noch einen Grund wegzufahren. Denkt ihr? Könnten wir sie besiegen? Nein. Also sollten wir abfahren. Ach mal, ihr habt gesehen, was eine Seeschlange mit uns gemacht hat. Die haben 3. Und eine riesengroße Arche hinten dran. Vorne dran. Haben sie die Seeschlangen. Wir können sie ausmanövrieren. Sie ist langsamer als wir. Das ist aber nicht das, was wir hier vorhaben. Wir versuchen, den Splitter in die Finger zu kriegen. Wie viele Plagen gibt es denn? Weiß nicht. 5? 7? 8? 13? Das wollen wir doch nicht machen. Was sind denn, wenn das die erste Plage ist, was sind denn die anderen? Es wird nur schlimmer ab hier. Aber ich habe nie mehr als die erste gesehen. Was machen wir denn jetzt, wenn wir nach Süden abdrehen? Also, Rulat erreichen wir dann nicht. Dann erreichen wir Rulat eben nicht. Wie viele Tage haben wir noch? 14. Wir haben nicht die Möglichkeit, uns mit der Plagenbringer anzulegen. Unsere Mannschaft hat sehr starke Verluste erlitten. Das Schiff ist schwer beschädigt. Die Männer sind müde. Und wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt. Wenn sie wirklich 3 Seeschlangen haben, eine viel größere Arche und wer weiß, wie viele Geschütze und Mannschaft. Nein. Ihr könnt ja erkennen, der Schützenturm, der gerade so ein bisschen versucht wird aufzubauen. Wirklich viel Holz habt ihr ja nicht, aber 2-3 Läufer kommen jetzt auf euch zu und brüllen wohl irgendwas von Fledermäuse, da kommen Fledermäuse auf uns zu, ein ganzer Schwarm. Ach, man bringt uns hier raus, ich habe das erlebt. Die fegen uns vom Bord. Wir kommen denn da ungefähr auf uns zu? 70. Wie viele sind wir? Ja, mit ihr habt aller jetzt Mannschaft? 100 Leute. 200. Wir haben eine Chance. Wie viele Bogenschützen haben wir? 50. Plus, nicht, 50 wir minus die Verluste von der Schlange. Genau, also 45 Schützen habt ihr aktuell noch. Also ich wäre drin, aber wenn ihr alle sagt nein, dann natürlich nicht. Die Männer haben hart gekämpft. Sie haben es verdient, dass wir ihnen einmal den Kampf ersparen. Wir müssen den Splitter in die Finger schieben. Aber ist das hier nicht der Grund, weswegen gekämpft wird? Ist der mächtigste Feind, wenn wir ihn schwächen können?
Wenn wir ihn schwächen können, haben wir uns an der Plagenbringer aufgerieben und es ist niemand mehr da, um in 2 Wochen den Splitter zu ergaunern. Wenn wir den haben, sind die Archen erledigt. Nun, das kann immer noch eine Falle sein. Dass die Plagenbringer hier vor uns ist, ist keine. Nun, wenn es eine Falle ist, wird sie garantiert da sein. Und dann kriegt ihr euren Angriff. Kiaras kann jetzt durch das Fernrohr erkennen, wie ja sich keine Fledermäuse auf euch zubewegen, sondern menschliche Wesen. Zumindest ist der Kopf und auch der Rumpf menschlich, allerdings besitzen sie keine wirklichen Arme, sondern mehrgelenkige Greifdinge. Auch keine Beine wirklich besitzen sie, aber ja, ledrige Flügel. Ach Mann, wir haben keine Zeit, wir müssen hier weg. Wie lange braucht die Arche nochmal, um sich umzuformen? Umzuformen. Das kommt auf die Formung an. Also das kann von der Stunde. Also theoretisch wäre es möglich, dass die Bogenschützen in Salve-Reichweite sind und ich danach die quasi mit Holz verdecken könnte. So schnell funktioniert das nicht, nein. Ja, okay. Das sind keine die Reichweite. Das sind dann drehen wir ab. Die Männer sind auch wenig begeistert, haben keine Lust auf einen Kampf, vor allem wenn es sich jetzt dabei um Dämonen handelt. Dieser Erkundungsausflug nach Rulat wurde zumindest abgebrochen. Aber ihr solltet sie vielleicht erkunden. Vielleicht ein anderes. Wir sollten nach Kunchom fahren. Die Ladung ablegen und mit Sanin treffen. Schauen, ob wir Informationen von der KGA kriegen und es dann nochmal versuchen. Und hoffentlich diesem Schiff da aus dem Weg gehen. Soweit ich mich entsinne, sind wir ein wenig schneller. Also gut, Karinor, wir rechnen uns einen Kurs nach Kunchom, der uns nicht zu sehr in die Nähe der Plagenbringer bringt. Ei. Wir könnten ein wenig na, an die marokkanische Küste kommen, aber ich denke, es sollte klappen. Anfangs macht mir weniger Angst als das. Was waren das für Wesen? Lederschwingen heißen sie, glaube ich. Die haben uns schon einmal angegriffen. Am ersten Tag hier auf der Arche. Wir brauchen definitiv mehr Schützen. Und einen neuen Geschützturm. Mehr von Adam. Mehr von Adam. So wie Bronn. Mehr Männer, mehr Geschütze, mehr alles. Und während ihr eure Planung und die Bücher durchgeht, auch einmal eure Finanzen prüft, zusammen mit dem Blick auf das, was ihr in eurem Bauch geladen habt, das eine oder andere, was ihr in Boran erbeutet habt und die 10.000 Dukaten im Hinterkopf, die in Kunchom auf euch warten, könnt ihr die 26-27 Stunden in Richtung Kunchom laufen. Das Wetter wird wieder etwas wärmer. An Maraskan vorbei, Jägern und Elborum erstmal umgehen und dann könnt ihr wieder im Versteck des Kunchumer Deltas euch tarnen. Es sei denn, ihr möchtet direkt nach Kunchum rein. Nicht wirklich, nein. Außerdem wird die Feuerdjinn-Safran-Fass uns danken, wenn wir hier rauskommen. Hoffentlich. Das heißt, ihr tarnt die Gezeitenspinne ab und könnt dann die Feuerdjinn bemannen mit der Ladung. Alles wird wohl nicht raufpassen, so viel wie ihr in Boran erbeutet habt. Vielleicht wollt ihr auch gar nicht alles verkaufen, aber viel, was ihr dort da mitgenommen habt, könnt ihr dann auf der Feuerdjinn verstauen und setzt euren Kurs in Richtung Süden. Alles, was im Konto ist, ist besser aufgehoben als auf dem Schiff. Ich möchte gerne gleich fertig repariert? Das Schiff ist repariert. Alles klar. Also die Voyager, da fehlt noch was. Das, wie gesagt, also die Voyager brauchte ungefähr 10 Tage und naja gut, mit der Geschwindigkeit, mit der ihr euch bewegen könnt, das ist ja unglaublich die Geschwindigkeit, wie schnell ihr seid. Also ich sag jetzt einfach mal so 3-4 Tage bräuchte sie noch. Jetzt wenn ihr im Kunchumer Kontor liegt, dann könnten wohl der Rest eben von den Zimmermännern dann erledigt werden. Sehr schön.